Okay, wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung. Nein, rammen Sie nicht die Kollegen. Oh Gott. Nein. Sind die verletzt? Sie sind... Okay, wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Die steigen einmal bitte aus. Was zum... Okay, jetzt hat der Motor auch seinen Geist aufgegeben. Können wir im Wasser... Ja, das können wir machen. Okay. Dann brauchen wir einmal... Moment. Einen flauschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFA. Nach einer langen Zeit mal wieder zurück. Heute spiele ich wieder Babysitter in Los Santos, weil sich die Kinder eben nicht benehmen können. Ich habe ein paar Fehler behoben und da GTA 5 ja ein neues Update bekommen hat, ging der ganze Scheiß wieder nicht. Inzwischen geht das Ganze wieder und ich habe ein paar Fehler behoben und neue Fahrzeuge eingefügt, mit dem wir auf Streife gehen können. Heute haben wir blau, also heute haben wir bei BMW. Heute haben wir ein BMW-Auto. Ja, kannst mal deinen Mund halten, Dispatch, danke. Heute haben wir ein Auto von BMW. Es müsste ein A4 sein, ich weiß nicht. Sollte auf jeden Fall von der Autobahnpolizei sein, soweit ich Infos habe. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist Bayern, oder? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ich es falsch gesagt habe. Gut, da können wir auch gleich mal einsteigen. An sich ist es ein sehr schickes Fahrzeug. Finde ich sogar ein bisschen schicker als mein Auto, was ich davor drin hatte. Dort haben wir noch einen Mercedes. Welches Modell das genau ist, kann ich gerade nicht sagen, aber mit dem werden wir wahrscheinlich auch noch mal auf Streife fahren, vielleicht schon die nächste Folge. Okay, also wir haben hier einen Herrn oder eine Dame, die wir einmal zur Haft ausgesprochen bekommen haben. Das müsste das Auto hier vorne sein. So. Wir zucken mal die Re- Oh Gott. Ja. Das lief natürlich jetzt nicht so optimal an. Aber ich sag mal so. Ja, den werden wir wahrscheinlich mit dem Kopfschuss nicht mehr hier hinbekommen. Aber wenn er auf mich schießt, dann muss er auch Gegenwind mit einrechnen. Zum Glück habe ich ja meine schutzsichere Weste an. Sonst hätte ich jetzt, dass wir hier eine abbekommen. Gut, die Kollegen vom Deutschen Kreuz sind da. Ja, mein Gott, ey. Also das finde ich jetzt echt auch scheiße. Ich hoffe, die tun das in GTA 6 beheben. Dass sich gleich die Leute ihr Auto da lassen. Und einfach wegrennen. Genau hier, das darum können sich die Kollegen kümmern. Ich mach das nicht. Gut. Die können sich hier rumkümmern. Ich habe hier noch einen... Ja, mach doch mal die Tür zu. Ich habe gerade einen Raubüberfall gemeldet bekommen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall schnell hin. Den Typen haben sie nicht mehr anbekommen, dachte ich mir auch. Gut, auf der linken Seite... Hier oder? Achso, ja, hier, okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung. Okay, er lässt die Waffe fallen. Geh mal ganz langsam rein, nicht dass er gleich... So, schön auf den Boden legen und keine ruckartigen Bewegungen. So, ich hoffe, die Musik ist nicht copyright geschützt. Das wäre jetzt ziemlich belastend, aber okay. Der Herr hat sich ergeben. Das wirkt für sie auch strafmildernd aus. Das ist schon mal gut. Wir können hier den Bobby hier einmal abchecken. So, okay.
Wie ich sehe, ist bei Ihnen hier erstmal alles in Ordnung. Ich würde gerne aber nochmal Ihre Personalien aufnehmen. Sie folgen mir am besten hier einmal nach draußen. Wenn das Spiel mitspielen möchte, wäre das schön so. Fragen Sie mir mal bitte. Wir müssen hier drinnen nicht länger verweilen. So, vielen Dank, dass Sie mir folgen. Der wird abtransportiert. Sehr schön. Okay, wenn Sie nicht weiterkommen, dann ist... was? Nein. Ich möchte die Dame nicht in mein Auto verfrachten. Im Personalausweis hätte ich gerne einmal. Dankeschön, Mrs. Fox. So, Dispatch. Ich habe hier einmal wen zum Checken. Uiuiui, okay. Wie ich gerade mitbekommen habe, sind Sie zur Fahndung ausgeschrieben. Und Ihre Fahrlizenz ist die auch schon, ja, einkassiert worden. Also, wir haben hier direkt einmal den Jackpot geknackt. Nach Alkohol riecht sie jetzt nicht, aber wir haben auf jeden Fall genug, damit wir sie mitnehmen können. Und ich würde sogar sagen, ich fahre sogar selbst einmal zur Wache. Dann kann ich mir eine neue Rüstung holen und mich ein bisschen schick machen, weil die ganze Zeit mit Schussflecken ist jetzt nicht so ganz optimal. Oh, das war aber gerade knapp, muss ich Ihnen sagen. Okay, wir haben hier, wie es aussieht, ein LKW. Gestohlen mit Junge! Also, mal ganz im Ernst. Mit der Geschwindigkeit sind sie aber ganz schön flott unterwegs, muss ich Ihnen sagen. Aber der fährt doch locker mindestens 70. Nein, rammen Sie nicht die Kollegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein. Sind die verletzt? Sie sind. Okay, wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Oh Gott, fährt er mich noch an? So, wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Geh her. So, sie müssen einmal raus, damit sich der Krankenwagen um sie kümmern kann. Die steigen einmal bitte aus. Aus dem LKW raus. So, schön stehen bleiben und auf den Boden legen. Okay, sie sind hiermit vorläufig festgenommen. Wir müssen auch gleich mal die Personalien von der Dame oder vom Herrn, ich glaube es ist ein Herr im Auto, feststellen. So. Ihn, den Kollege Eierkuchen, den tun wir erstmal hier bei mir im Auto verfrachten. So. Und jetzt, ist da noch jemand drinne? Nee. Da ist niemand mehr drin. So. Ja, hallo. Wir kommen jetzt bitte auch hier mal raus. Was? Also, das ist eine versuchte Körperverletzung an einem Polizisten. Sie kommen so oder so mit. Schön die Hände hoch und auf den Boden legen. Oh, ist gut. Okay, der Sanitäter kann noch was bewirken. Das ist doch schön. Okay, ja. Wir machen hier mal Platz für den Rettungsdienst. Da mal drum kümmern. Das brauchen wir auch einmal abgeschleppt. Oh, oh, was? Was zum? Wie? Ich kann gerade ein bisschen... Ich habe meine Brille nicht auf. Ich sehe ein bisschen schlecht. Wo steht mein Auto? Ich bin mittlerweile auch wieder auf den Straßen unterwegs. Ich habe mir mal wieder was... Ach, oh, oh, Moment mal. Stopp. Hallo? Sir? Sir, können Sie bitte einmal anhalten? Was wird das denn hier? Also, ich will ja hier nicht angeben, aber ich glaube, gegen mein Auto haben Sie hier nicht so viele Chancen, mich abzuhängen. Oh, ja, da sind Sie mal selber schuld. So. Bitte einmal
auf den Boden legen. Ich meine hier mehr keine Faxen oder rennen hier blitzeilig auf die Straße. Sie gefährden hier mit dem allgemein öffentlichen Verkehr. So, sie bleiben einmal kurz hier. Ich fahre meinen Dienstwagen mal hier kurz an die Seite. So. Und dann müssen wir hier erstmal. So, ja, das funktioniert hier natürlich wieder astrein. So. Okay, dann haben wir hier schon mal unseren Kofferraum auf. Hier haben wir auch zum Beispiel Alkoholatemtest. Den werden wir gleich hier einmal mal mit dem Herrn machen. So, einmal bitte posten. Hat der hier denn was getrunken? Hat er nicht? Na, dann machen wir noch mal einen Drohungstest. Also, so eilig können wir es ja nicht haben, zu sterben, ne? Auch negativ. Okay, dann tun wir mal von der Leitstelle den Herrn kontrollieren. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Hextal, okay. So, dann durchsuche ich sie kurz einmal, falls sie irgendwas an sich haben, was dort vielleicht nicht sein sollte, wie ein kleiner Beutel Kokain oder eine Tüte Heroin. Ja, ist jetzt für sie blöd gelaufen. Ich sorge für ihren Unterschlupf heute Nacht. Ansonsten übergebe ich sie den Kollegen. Wir haben direkt den nächsten Einsatz. Und zwar gibt es ein. Jetzt muss ich einmal gucken, wie wir da hinkommen. Das sieht für mich nach einer komischen Strecke aus. Okay, hier nehme ich ein gestohlenes Polizeiauto. Das sieht so aus, als würde der im Kanal fahren. Doch, hä, sehen wir, den sehen wir doch da unten. Ach Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Ihr wollt mich doch verarschen. Wo komme ich hier runter? Ja, hier komme ich durch. Sehr schön. Einmal Platz machen, bitte. So, da haben wir niemanden. Ach, nein. Wie soll... Also, die Leute kommen auch Ideen. Was wollt ihr denn da unten mit einem Polizeiauto? Ja, schönen guten Tag, die Kollegen. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit, sie zu kontrollieren. Ich werde später auf sie zurückkommen. Ja, das bisschen Wasser, das schadet dem Streifenwagen jetzt auch nicht. Ist schließlich Sommer. Dem würde das wahrscheinlich schon mehr schaden. Kommt der da überhaupt noch raus? Ich glaube, wir haben hier, glaube ich, ein kleines Problem. Wie kriegen wir den denn jetzt aus dem Wasser raus? Sitzt da noch eine zweite Person mit drinne? Da sitzt doch zwei drinne. Jungs, was macht ihr da? Also, ich glaube, der Motor hat sich selbstständig gemacht. Jetzt muss ich ja mal gucken, was können wir hier überhaupt machen, damit wir den rauskriegen. Nützt ein Abschlepper? Ah, mein Auto will ich jetzt nicht unbedingt abschleppen. Schau mal, ob wir mit Ultimate Backup was machen können. Okay, jetzt hat der Motor auch seinen Geist aufgegeben. Können wir im Wasser? Ja, das können wir machen. Okay. Dann brauchen wir einmal... Moment, Moment. Moment, 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 Moment. So, den Herrn, den holen wir gleich. Okay, Verstärkung ist auf dem Weg. Sehr schön. Den haben wir. So, einmal auf den Boden legen. Oh, die Luftverstärkung soll sich den anderen vorknöpfen. Die sind festgenommen. Ja, jetzt müssen wir irgendwie das Auto aus dem Fluss fischen. Na, das wird ja ein Spaß. Sie sind umstellt. Na, eher weniger, aber sie können gleich mitnehmen, wenn sie so nett sind. So, den Herrn haben sie auch aufgelesen. Das ist schön. Jetzt brauchen wir nur noch hier einen Abschlepper. Ach, schön. Ach, das ist doch ein Komplettschaden, so wie das aussieht. Na, vielen Dank. So. Einmal mitnehmen. Dankeschön. So. Eigentlich dürften wir von der Physik her die Türen gar nicht aufgehen. Aber na gut. Oh, jetzt bin ich erstmal schön nass. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt einsteigen soll. Wo ist denn der her inzwischen? Ach na, das ist hier ganz fantastisch. Wie kommt man jetzt darüber?
Na, schönen guten Tag, ne? Hey, Moment mal, was rennt denn hier so eilig weg? Nein, nicht zumachen. Bitte einmal auflassen, dankeschön. Stopp! Jetzt bleibt doch... Ach, eine Sportskanone sind da. Also, na, halten Sie das auch aus? Meine Güte, jetzt bleiben Sie mal stehen. Los Santos Police Department einmal auf den Boden legen. Meine Güte, hat der Typ eine Ausdauer. Aber mein Motor hat eine noch bessere. Würde ich mal behaupten. Hm, wie kriege ich den noch durch den Hügel wahrscheinlich? Ja, okay. Den Herrn prüfe ich um. Ja, machen Sie gut. Gleich mit den Händen vornehmen. Wir haben eine Brieftasche, Klebeband und eine Packung Zigaretten. Warum man das zweite mit... Also, warum nicht Klebeband statt Kaugummi? Erstmal Klebeband kauen. Ob das für die Zähne so gut ist, weiß ich ja nicht. Aber jeden das seine, sag ich mal. So, vielen Dank für den Drogentest. Da haben wir erstmal nichts vorfinden können. Betrunken, also riechen tue ich jetzt nicht. Aber ich komme so oder so mit. Da kann ich sie beruhigen. Ach, 0,057%. Ah gut, komisch, dass ich das nicht gerochen habe, aber egal. Wir laden Sie auf einen kostenlosen Adventure Trip in the prison ein. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge LSPDFA. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt eure Meinung zum BMW A4 in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welches Auto wir denn noch so in GTA 5 LSPDFA austesten sollen. Und am besten noch schreiben, wo ich das Ganze herbekomme. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute!